Ich glaube, man muss sich schon Gedanken machen, jetzt vor der Bundestagswahl bei uns, was werden die Herausforderungen für die nächste Legislaturperiode sein? Und ich glaube, die sind tatsächlich auf drei Feldern, nämlich einerseits auf der europäischen Ebene ganz klar die Frage, wer bringt die richtigen Vorstellungen über die zukünftige Governance im Euroraum mit. Wer hat gute Ideen, wie in diesem sehr scharfen Widerspiel von einzelnen Interessen auf der europäischen Ebene, wie man da eben rauskommen kann, ohne die europäische Idee einerseits zu kompromittieren, aber gleichzeitig eben auch ohne den eigenen Steuerzahler zu sehr in die Pflicht zu nehmen. Das ist ein wichtiges Spielfeld. Das andere sind die heimischen Spielfelder, der Arbeitsmarkt, die Sozialpolitik. Viel von der aktuellen Wahlkampfdiskussion geht um Verteilungsfragen. Sie haben es ja richtig gesagt, Deutschland ist relativ gut durch die Krise gekommen. Und wer sich als, sagen wir mal, Anführender in einer Rangliste fühlt, dem kann man schwer klar machen, dass die Herausforderungen eigentlich so groß sind, die uns durch die globalisierte Welt entgegenkommen, dass man noch mehr an den Strukturen arbeiten muss. Deswegen haben wir eine starke Verteilungsdebatte. Die Hoffnung, die wir haben als Ökonomen, die das skeptisch begleiten, die sehen, dass man etwas auch erst erwirtschaften muss, bevor man es verteilt, ist, dass die Verteilungsdebatte nicht überhand nimmt. Das ist das heimische Spielfeld. Und das Dritte, das berührt eigentlich beide Ebenen, nämlich die europäische und die heimische Ebene. Das ist die Frage der Umsetzung der Energiewende. Denn die hat zwar sehr starke nationale Komponenten, aber sie kann gleichzeitig auch nur im europäischen Zusammenspiel funktionieren. An sich ist die Energiewende ja ein Wechsel, ein kompletter Wechsel der Energieversorgung auf erneuerbare Ressourcen, auf umweltschonende Technologien in einem Zeitraum der nächsten Jahrzehnte bis 2050 oder so. Es gibt auch Zwischenziele 2020, auch das ist noch ein paar Jahre hin. Das heißt also, das ist die eigentliche Energiewende, die ist beschleunigt worden, in der Aufmerksamkeit auch akzentuierter zu sehen gewesen, durch den Beschluss, auch gleichzeitig aus der Atomkraft auszusteigen, ohne die anderen Ziele zu gefährden. Aber da sind wir tatsächlich, was den Aufbau von Kapazitäten von Erneuerbaren angeht, ja gar nicht so langsam gewesen. Was problematisch ist, ist, dass man eigentlich an drei Spielfeldern oder an drei Handlungsfeldern gleichzeitig vorankommen muss. Man muss erneuerbare Kapazitäten aufbauen, man braucht aber auch Reservekapazitäten, die müssen auch irgendwo Investoren finden. Und man braucht auch die Integrationsfähigkeit durch einen Ausbau der Netze und Speicher. Und bei den beiden letztgenannten ist man nicht so vorangekommen. Bei dem Ausbau der Erneuerbaren hat man sozusagen, ist man wie wild vorangeprescht auf Basis des Erneuerbaren Energiengesetzes. Und warum jetzt die Diskussion so stark geworden ist, ist, dass man jetzt merkt, was man eigentlich auch schon hätte sehen können, dass das extrem teuer ist und dass das auf die Strompreise durchschlägt. Was hier geschehen muss, ist ganz klar, dass man ein integratives Bild, ein systemisches Bild sich verschafft. Ich glaube, die Politik hat das auch weitgehend jetzt aufgegriffen. Ich erwarte eigentlich für die nächste Legislaturperiode, dass es da auch Änderungen in der politischen Weichenstellung gibt, die das eben versucht zu adressieren, dass man alle drei Themen gleichzeitig in den Blick nehmen muss. Es geht uns tatsächlich für einen absoluten Termini sehr, sehr gut, im historischen Vergleich wie im internationalen Vergleich. In einer solchen Situation, insbesondere wenn man sieht, andere sind ganz arg von einer Krise betroffen, man selbst ist es nicht, kommen Verteilungsfragen immer mehr natürlich zum Vorschein. Und im Wahlkampf wird es wahrscheinlich kaum Themen geben, bei denen man sich trefflicher streiten kann. Die meisten Parteien in Deutschland wollen natürlich den Euro bewahren, den gemeinsamen Währungsraum bewahren. Man bekennt sich gemeinsam zur Energiewende, wenngleich immer im Detail Unterschiede herrschen. Aber hier kann man sich nicht so zerreiben. Bei Verteilungsfragen ist es natürlich möglich, klare Kante zu zeigen. Deswegen ist das so ein Wahlkampfthema. Ich habe tatsächlich Sorgen, dass man, wenn man sehr stark über Verteilung diskutiert, dass man vergisst, dass die wirtschaftliche Stärke ja natürlich auch irgendwo aus der Leistung kommt und dass das, was man verteilen will, auch erst erarbeitet werden muss und dass viele Bewegungen in der Welt da sind, die eine wirtschaftliche Führungsrolle der europäischen, der etablierten Volkswirtschaften in Frage stellen. Also von daher wäre ich immer sehr vorsichtig, nur auf Verteilung zu gucken. Man muss zum Beispiel bei Armutsstatistiken natürlich auch immer bedenken, dass es relative Maße sind. Ungleichheit ist offensichtlich etwas, was Menschen bewegt. Unfair möchte keiner irgendwie, eine unfaire Gesellschaft möchte keiner haben, ist klar. Aber man muss immer dazu sagen, die absolute Armut, die in anderen Teilen der Welt natürlich damit gemeint ist, die ist hier nicht das Thema. Und wenn man das sauber auseinanderhält, kann man auch ein bisschen die Emotionen rausnehmen aus der Diskussion.
Es ist unglaublich spannend, weil man tatsächlich nicht weiß, auch nur annähernd weiß, auf was es denn hinauslaufen könnte. Es ist sicherlich denkbar, dass die aktuelle Regierungskoalition bestätigt wird. Es ist ein großer Schwenk zu Rot-Grün denkbar. Es ist aber auch eine große Koalition denkbar. Bleibt sehr spannend, aber es ist ja auch in verschiedenen europäischen Wahlen jetzt sichtbar geworden, dass in dem Augenblick, in dem die Regierungsverantwortung da ist und man sich zusammenraufen muss, vielleicht die Lösungen dann doch eben auch aus anderer oder zusätzlich aus anderer Sicht nur getroffen werden als aus dem Parteiprogramm heraus. Insofern ist das relativ offen.